Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Jetzt mit neuem Ton, wie ihr hört, der Dank geht raus an Raik. Danke, Mann, hey, dass du mir das Teil hier gesponsert hast. Ich denke mir, da werden alle meine Zuschauer sich freuen über diesen neuen Ton, den mir der Raik hier beschert hat und euch auch. Ja, vielen Dank dafür nochmal. Geile Sache. Was wollte ich denn heute euch noch erzählen? Ja, Sucht und Abhängigkeit kann wirklich jeden treffen. Gell? Es gibt so viele Menschen, die es überhaupt nicht schnallen, dass sie selber Drogen konsumieren. Die schimpfen über die Haschbrüder, die schimpfen über die Junkies und trinken dabei ein Bier. Ja? Und halten eine Zigarette in der Hand. Ganz viele rauchen und trinken und wissen nicht, dass sie Drogen konsumieren. Also meine Hoffnung liegt ja bei der Frau Ludwig, unserer neuen Drogenbeauftragten. Ich glaube schon, dass sie das erkennen wird, dass wir nicht nur über Suchtkranke sprechen und über Süchtige, sondern über Menschen, die nur was anderes konsumieren außer Alkohol, mit denselben Nebeneffekten. Wenn wir allerdings die Spitze anschauen, die da am Elend ist, ja, weil sie die Kontrolle verloren haben und weil nichts da ist, wo man Anlaufstelle hätte, wo man hingehen kann und sagen, hier, hey, Alter, ich bin ja gerade dabei, so richtig krass abzustürzen, helf mir, sowas gibt's nicht. Drogenberatungsstellen, seid mir nicht böse, Leute, ihr macht so tolle Arbeit, aber es kann nicht sein, dass jede Entscheidung eine wirtschaftliche Entscheidung ist. Es geht schließlich um Menschenleben. Da kann man nicht immer nur das Geld vorne hinschieben. Also ideologisch arbeiten müsst ihr auch nicht. Jeder braucht Kohle. Ja, der Staat muss einfach da mehr Geld reinstecken. Weniger in die Repression, mehr dahin, wo die Leute hingehen können, wenn sie Hilfe brauchen. Und vielleicht auch schon ein bisschen früher. Weil oft ist es ja so, dass man sieht ja nur die Gescheiterten. Ja. Du siehst ja nicht diejenigen, die mit der Substanz umgehen kann. Ja, die gibt es nämlich auch. Vielleicht nicht gerade bei Crystal und nicht vielleicht bei Crack. Obwohl es da auch Menschen gibt, die damit leben. Ja, sie leben halt damit, mit ihrer Abhängigkeit, weil es da einen schlechten Weg raus gibt. Also bei Opiate finde ich einen Weg raus. Und ich bin mir sicher, wenn die Leute wollen würden, dann würden sie aus jeder Substanz rausfinden. Man muss ihnen allerdings dann auch Unterstützung bieten, wenn es darum geht, dass sie Hilfe brauchen. Ja. Die ganzen Psychiater und Psychologen, die sich darauf spezialisiert haben, die sind ganz wichtig. Wir brauchen noch sehr viel mehr davon, wahrscheinlich. Ja. Und sehr viel mehr Plätze. Aber am Ende ist der volkswirtschaftliche Schaden und dieses Menschliche, was da auf der Strecke bleibt, das hört alles auf, dann ist nichts mehr Schlimmes dabei. Wenn man sagt, hey, ich bin abhängig geworden von der und der Substanz, ich habe mein Leben gerade mal eine Zeit lang nicht gepackt, aber mit Hilfe der Behörde XY habe ich sie da auf drei gebracht. Weißt du, weil es gibt so viele Schicksalsschläge, die einen treffen können. Wenn da gerade zufällig eine Substanz da ist, die vermeintliche Hilfe darstellt, dann wird man die auch konsumieren und dann hängt man halt da mit dem Ding und dem Problem, dass man diese Substanz konsumiert. Ja. Die macht vielleicht am Anfang diesen Berg klein, den man da vor sich sieht. Man denkt, ja, schafft man schon, aber nicht heute. Und schon hat man noch mehr ein Problem, weil es jetzt eine Verspätung drin ist und das wird immer schlimmer und der Berg wird immer größer und es kommen immer mehr Sachen auf einen zu, man wird immer weniger Herr der Lage und es gibt ja Menschen, die ohne dass sie irgendwas konsumieren in diese Lagen kommen. Das sind halt dann Messis, verstehst? Es hat andere Ursachen. Wenn man das mal oben ankommen ist, bei der Obrigkeit, hey, dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen was dagegen unternehmen. Schau mal, die organisierte Kriminalität ist doch nur so stark, weil sie bestimmte Geschäftszweige hat. Die scheißen sich um keine Regeln. Wenn sie ein bisschen Moral haben, dann strecken sie den Dreck nicht, den sie da verkaufen. Aber wo, bitteschön, ist, wenn du jemandem etwas verkaufst, das tödlich, potenziell tödlich ist, wenn er zu viel erwischt.
Jetzt musst du das eh schon aufstrecken, damit du den nicht umbringst. Ja? Das ist aber noch okay in meinen Augen. Aber du kannst das Zeug nicht mit irgendeinem Scheißtrick aufstrecken, das auch potenziell tödlich ist. Ja? Nicht umsonst gibt es ab und zu Warnungen. Zement ist da drin. Ja, gut, diese Geschichte mit dem Strychnin. Also niemand würde absichtlich seine Kunden vergiften. Das macht man schon unabsichtlich, wenn schon. Aber Strychnin ist nicht so leicht zu kriegen. Also nehme ich doch irgendwas anderes, Zucker oder irgendein Puder oder so, Dreck, wenn schon sein muss. Oder ein Zitronenteepulver oder weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem, das ist alles schädliches Scheißzeug. Es hat nichts in der Spritze verloren. Wirklich nicht. Auch nicht, wenn man es erhitzt hat vorher auf dem Löffel und durch so einen vermeintlichen Filter gezogen, die überhaupt nicht wirklich was bringen. Wenn wir ehrlich sind. Also wer schon mal drauf war, der weiß auch, was ein Shake ist. Ja. Das passiert meistens beim Filter auskochen. Das ist auch nicht lustig. Da geht es ja total scheiße, weil du dir halt da diesen Kohlenstoffdreck gespritzt hast. Nein, ist halt in meinen Augen No-Go. Naja, und dann gibt es halt da immer noch diese Problematik, dass halt Menschen irgendwie keine Grenzen kennen, weißt schon? Immer so grenzgängermäßig. Und dann möchte man immer schauen, wie viel kann ich denn, was schaffe ich denn? Und oh, ich möchte noch mehr Glücksgefühl haben und noch größeres Glücksgefühl. Aber es funktioniert halt überhaupt gar nicht, man schadet sich doch bloß damit. Ja? Und diese, wenn du das jemandem vorher sagst, dann glaubt das dann ja nicht. Ja? Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass manche Menschen meinen, umso größer der Topf in ihrer Bong, umso größer die Mischung, die sie auf einmal wegziehen können, umso größer der Depp ist, umso cooler sind sie. Und da muss man schon wirklich andauernd sich zuballern, damit man das überhaupt schafft. Und das, weißt du schon, und das ist doch nicht cool, oder? Auch so die Leute, die denken, sie können jetzt, oh, ich schaffe 4 Bier. Das ist nicht cool, du Loser. Das heißt nur, dass du so viel saufen kannst, weil du so viel gewöhnt bist. Ey. Du saufst dauernd, das ist doch nicht toll. Was sind denn das für Loser? Ey? Keiner würde sagen, hey, ich habe gestern 2 Schachteln Zigaretten geschafft, geil. Komischerweise, da schnallen es alle, dass das nicht okay ist, weißt du? Also, manchmal frage ich mich schon, ob wir alle eine verschrobene Wahrnehmung haben von allem. Niemand brüstet sich, wenn er viel Kaffee getrunken hat oder wenn er viele Zigaretten geraucht hat. Warum brüsten sich Leute dann plötzlich, dass sie viel Cannabis vertragen oder dass sie viel Alkohol vertragen? Das ist nicht möglich. So, eigentlich ist man cool, wenn man wenig braucht. Ist so. Lass das mal sacken. Denk mal drüber nach, bevor du in die Kommentare jetzt irgendeinen Blödsinn reinschreibst. Ja, Leute. Dieses Jahr wird jetzt eins mit einem besseren Audio. Wie gesagt, der Reik hat mir ja ein Mikrofon gesponsert zu Weihnachten 2019 und er hört hier das Ergebnis. Ich denke mal, dass das okay ist. Besser kann es jetzt nicht mehr werden. Ja, ein noch besseres Mikrofon, glaube ich, wird mitgehen. Dann würde es an der Kamera liegen. Okay, Leute, das war's bis heute. Peace out.